Jo, hallo Leute, was geht meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum 300. Video. Ihr habt recht gehört, 300 Videos habt ihr euch jetzt von mir bis jetzt reingezogen und ich hoffe, das haben die meisten von euch gemacht. Nee, Spaß beiseite. Ich möchte mit euch jetzt hier ein kleines Special starten und zwar ist es jetzt guter 8 Monate her, dass ihr hier meinen schönen Stuff gesehen habt und es wurde jetzt mal wieder gewünscht, dass so nach 8 Monaten so ein kleines Update-Video dazu kommen, da dachte ich, passt das ja ganz gut mit den 300 Videos, das ist also jetzt das 300. Und ja, vorneweg möchte ich euch so ein paar Zahlen noch um die Ohren pfeffern. Und zwar wurden meine Videos bis jetzt ein Jahr und 16 Tage wiedergegeben. Das heißt, ihr habt insgesamt alle zusammen, habt ihr ein Jahr und 16 Tage meine Videos angeschaut oder in Minuten ausgedrückt 549.834 Minuten. Unglaublich, wirklich. Was auch interessant ist, mit was für Geräten ihr so am Start seid. Und zwar sehe ich das jetzt hier so ein bisschen. So, jetzt sehe ich es, genau. Und zwar seid ihr mit 49% von euch sind jetzt gerade mit ihrem Smartphone hier am Start und schauen dieses Video. 41% hingegen sitzen jetzt gerade vorm Rechner und schauen sich so das Video an. 9% schauen sie es über irgendwie iPad, Tablets oder und so weiter an. Und dann geht es auch schon relativ weit runter auf Spielekonsolen und den Smart TV. Und ja, ich würde sagen, das ist jetzt so der Einstieg. Wir schauen uns dann jetzt einfach mal hier die Helden an. Da hat sich in letzter Zeit doch ein bisschen was getan, nicht nur von den Leveln her. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! So, jetzt gehen wir einfach chronologisch der Reihenfolge durch und zwar fangen wir hier einfach mal bei meinem Level 13er Royal Gunner an und der hat so gut wie gar keinen Stuff, habe ich nur mal ein paar Drops gekauft, ein bisschen Zeug, noch ein paar T-Shirts dazu geklatscht und ja, das ist jetzt nichts Besonderes, ist auch vom Level her dementsprechend weit unten, also ihr seht schon, da ist relativ eigentlich gar nichts vorhanden, im Gegensatz zu, ich glaube danach kommt mein National Sniper mit Level 15, also auch noch relativ niedriges Level, das Ganze eigentlich generell jetzt die drei Helden, die ihr da seht. Der hat auch, also bei dem Outfit hat sich seit dem letzten Video nichts geändert, also da habe ich auch nichts dazu gekauft, habe ich jetzt nicht eingesehen, warum. Ein paar Waffen, ich weiß jetzt gar nicht, ob da irgendwas neu dazugekommen ist, keine Ahnung, ist aber auch nichts Besonderes. Dann kommt jetzt hier Cryptex, mein Freeloader-Held, bei dem ich allerdings nur bei den Waffen Freeload-mäßig unterwegs bin. Da hatten sich am Anfang ein paar gewundert, warum hat der Stuff? Ich dachte Freeload, bla bla blub. Das ist nur bei den Waffen der Fall, da ich hier nur mit diesen zwei Waffen spiele. Ich habe zwar fünf andere relativ gute Waffen noch am Start, allerdings habe ich die alle aus der Claw bekommen und kann die leider nicht einsetzen. Es ist ziemlich bitter, aber so ist es halt. Beim Stuff hat er, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Angebot. Eigentlich ist das hier so das Standard-Outfit, weil ich ihm immer verpasse. Aber er hat auch so ein paar anderes Zeug da noch am Start. Hier noch ein paar Emotes, auch hier den zum Beispiel auch aus der Claw bekommen. Also ein bisschen was ist doch da vorhanden, auf jeden Fall mehr als jetzt bei den ersten zwei Helden. Danach, jetzt muss ich gerade mal schauen, Level 16 sind wir jetzt, dann kommt Level 25 und zwar ist das mein Royal Gunner. Der ist jetzt gerade erst Level 25 gekommen, deshalb hat er jetzt gerade mal 347 Punkte in dem Level abgeschlossen und ja, der hat eigentlich auch ein nettes Angebot. So ein paar Items wie zum Beispiel das hier, das hätte ich halt ganz gerne bei einem anderen Helden, das kann man ja leider nicht tauschen oder so, finde ich etwas schade, dass das nicht geht. Sonst würde ich, glaube ich, alle Items auf einen Helden packen und mit dem immer zocken. Und wenn ich mit einem anderen spielen will, will ich halt, dann packe ich die Sachen halt wieder auf einen anderen Helden. So hätte ich es dann gelöst. Ja, das ist so hier so ein bisschen der Stuff. Eigentlich jetzt auch nicht groß irgendwas Besonderes. Von den Waffen her hat sich seit der Zwischenzeit nichts getan. Eigentlich so ein typisches Gunner-Zeug hat er. Einige Emotes hatte, also überraschend viele muss ich schon dazu sagen, ist jetzt eigentlich nicht so meine Art, weil Emotes finde ich persönlich jetzt nicht Hauptbestandteil von dem Spiel, ist einfach nett, dass man sie hat, aber man muss jetzt nicht übertreiben.
Dann geht schon weiter, Level 25, dann, ja, jetzt müssen wir uns aussuchen hier, nehmen wir erst den Royal Soldier oder erst den Gunner? Ich würde mal sagen, wir nehmen den Gunner, weil der ist jetzt auch heute erst Level 27 gekommen, also heute zwei Helden hier Level abgebracht, sie taucht an den Punkten und ich muss sagen, mit dem spiele ich, gibt Zeiten, wo ich mit dem wirklich ziemlich gerne spiele, deshalb hat der doch ziemlich coolen Stuff, wie zum Beispiel Kitty Ears, die Teufelhörner, Teufelshörner, dann hier diesen Sombrero, dann den Iro, dann das Ding. Also der hat wirklich allein jetzt schon bei den Hüten, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel diese Ohren hätte ich halt auch gern bei meinem National Soldier, nicht nur bei dem, aber ich habe es einfach nicht bekommen. ja, hier auch so ein paar Schal-Dinger, ein paar T-Shirts, Jacken, eigentlich auch, finde ich, in Ordnung. Er hat hier, was ich auch ganz cool finde, dieses Piratenzeug noch dabei. Genauso auch hier. Dann habe ich hier diese Fußballschuhe irgendwann mal bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, alle, die so ein bisschen Leichtathletik kennen, da gibt es ja auch diese Spike-Schuhe und ich finde, die schauen ziemlich eher in die Richtung aus. Also Fußballschuhe finde ich schon ein bisschen komisch aus, aber gut. Vielleicht spielen sie in Schweden irgendwie mit den Schuhen Fußball. Und ja, bei den Waffen hat sich eigentlich auch nichts getan. Ist so ungefähr dasselbe, was auch mein Royal Gunner so am Start hat. Auch hier bei den Sachen, ich muss ganz ehrlich sagen, bester Raketenwerfer, den es so gibt. Ich finde den allein vom Aussehen her ziemlich cool. Bei den Emotes, ja, nicht besonders viel. Ebenfalls bei den Widgets auch nicht besonders viel. Also, ich sag mal so gut ausgestattet, dass man ein paar Runden zocken kann. Und ja, der Elite Soldier, das ist so der erste Held, bei dem doch ein bisschen mehr Stuff am Start ist. So, kriegen wir noch VP, haben ja nur so wenig. Ja, der hat wirklich ziemlich coole Items, muss ich dazu sagen. Also ich finde es ja persönlich ziemlich cool. Allein dieser Road Ranger, Iro, was haben wir hier dann noch? Dann, das ist natürlich auch so Classics-Zeug. Das schaut auch ziemlich cool aus in Verbindung mit dieser Sonnenbrille, die schon immer irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, ein Traum von mir war, in WFA die mal zu besitzen. Ja, dann hier noch aus der WM ein bisschen was. Da habe ich mir nur das Deutschland Warpaint geholt, das hatte ich schon und das auch, weil ich wusste, okay, die Deutschen gewinnen, war ja sowieso klar, dann haben wir hier noch die Pfeife und also so ein bisschen hat er was, vielleicht hier noch Multiplay-T-Shirt, dann haben wir als besonderes T-Shirt, was haben wir denn da noch so, ja genau, das Minecraft-T-Shirt. Gab es auch vor ein paar Jahren, wo Minecraft neu rauskam als Belohnung, fand ich super cool. Ein paar Jacken. Das Einzige, was mich bei dem Helden so ein bisschen nervt, ist mit den Hosen. Und zwar habe ich eigentlich nur diese Hose, die ich eigentlich immer anziehe, weil die schaut nicht besonders cool aus, die schaut nicht cool aus. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 Mal, 5 Mal im Prinzip dieselbe Hose. Also ist immer so hauteng und schaut im Prinzip immer sehr, sehr ähnlich bzw. gleich aus. Dann habe ich hier noch von einem Tennis-Set diese ganz kurze Hose. Die schaut natürlich auch sehr sexy aus. Und das meine ich halt eigentlich, also hosenmäßig ist der sehr, sehr schlecht ausgestattet. Schuhe ist eigentlich genau dasselbe, entweder die oder die. Mehr habe ich nicht, was mir gefällt, ehrlich gesagt. Bei den Schultertieren habe ich zwei, die, oder eigentlich alle vier sind ziemlich cool. Der Drache ist ziemlich stylisch, der Eddie der Adler, dann haben wir hier noch dieses komische Vieh und dann noch den Affen. Natürlich alles nicht aus den Drops, ist leider, ich habe in der Zeit Geld ausgegeben, in der es das nicht mehr gab. Ja, goldene AK-74, schon lange ein Traum gewesen, jetzt hat sie ungefähr jeder, genauso wie die Battle Rifle. Und das sind so eigentlich so die zwei Hauptwaffen und halt Gerds Übergrößen waren und mit dem Rest spiele ich eher weniger. Bei den Emotes habe ich ein bisschen was Standardmäßiges, dann haben wir hier vielleicht zu erwähnen, ist der Heli, dieser Pocket Copter und das war es eigentlich auch schon. So, und dann muss ich gleich nochmal schauen, jetzt 27, 28. So, das ist mein, ja, Royal Sniper, der irgendwie nie wirklich Richtung Level 30 kommt, den habe ich jetzt gefühlt schon 2 Jahre auf diesem Level, so zwischen 26, 27, 28, liegt einfach daran, Sniper ist echt eine Sache, man muss wirklich sich reinfinden als Sniper und ich sag mal so, es ist nicht
ganz so mein Ding. Es war früher, habe ich Sniper ziemlich gespielt, aber mittlerweile, ja, ist es nicht mehr so meine Lieblingsklasse, muss ich ehrlich gesagt dazu sagen. Ja, dann haben wir hier noch 10 Mille-T-Shirt, das ist leider nicht in Gelb, sondern halt das, was auch irgendwie jeder so am Start hat, gehe ich jetzt mal davon aus. Was noch ganz cool ist, ist halt immer noch das, sag schon, wie heißt denn das? Genau, Dr. Pepper Set habe ich hier noch am Start, dann noch aus dem Amazon Package, hatte mir mein Abonnent geschenkt, den Code, da habe ich halt dieses sehr stylische Standard-Set, nenne ich es jetzt mal, es ist halt ein Braunton dunkler als das normale, also jetzt auch nichts Weltbewegendes und im Prinzip läuft er eigentlich immer nur so rum. Bei den Waffen hat er doch ein paar ganz coole Waffen, also eigentlich auch so die gängigsten. Ihr seht ja, deshalb gehe ich auch nie auf die Workbench, ihr seht ja, was ich an Workbench drauf habe, zum Beispiel M95 habe ich mir mal so ein goldenes Upgrade gegönnt, ich glaube, das habe ich sogar aus der Claw bekommen. Dann halt goldene Panzerhunter, normale Panzerhunter bzw. Bad Boy, Knife haben wir am Start. Eigentlich kann man gut mitspielen, auch hier ein bisschen Double Pistol und so ein Zeug. Ein paar Emotes, ein paar Widgets, hier gerade so für so Geschichten, wenn du auf irgendwelchen Servern bist und keine Ahnung, irgendwie zusammen damit Mando irgendwelche Fallen bauen möchtest oder so, ist das immer ziemlich nützlich. Dann kommt jetzt so mein Hauptstück, das ist auch der Held mit den meisten Punkten. Ich glaube, es müssten jetzt 5,6 oder 5,7 Millionen sein. Über 350 Stunden Spielzeit, Rang 30 auf jeden Fall. Und ja, der hat auch relativ netten Stuff. Eigentlich ist das auch so mein Lieblingsheld. Hat eigentlich den Stuff, den ich schon immer irgendwie cool fand, den ich wollte. Allein jetzt bei den Kopfbedeckungen, eigentlich finde ich da jede Kopfbedeckung ziemlich cool. Kannst du alles irgendwie kombinieren und ist einfach stylisch. Zum Beispiel Cat passt jetzt auch zu dem Outfit. Ja, bei den Gesichtssachen braucht ihr euch nicht wundern, das schaut extrem viel aus, ist aber im Prinzip immer dasselbe. Es sind halt von der WM alle Warpaint-Sachen, die gab es da mal für eine ganz kurze Zeit, für irgendwie 5000 Pfanze oder so und die habe ich mir ganz schnell geholt. Und hier ist eigentlich auch alles, also es ist eigentlich so ein Held, bei dem gefällt mir eigentlich größtenteils wirklich der meiste Stuff. Also man kann selbst mit diesem hässlichen Ding kannst du immer noch ein cooles Outfit kreieren. Und das habe ich eigentlich bei sonst keinem Helden, dass ich sagen kann, Hosen habe ich super geile, T-Shirts saucoole, zum Beispiel Battlefield 3 T-Shirt, ziehe ich auch ab und zu ganz gerne an. Das N7 T-Shirt, dann hier dieses, das gab es jetzt glaube ich zu 4 Jahren BFA oder 5 Jahren, ich glaube 5 Jahre gibt es schon BFA. Dann haben wir hier das 3 Jahres Tour T-Shirt, Multiplay T-Shirt, dann das T-Shirt, sind alles so Special Geschichten, 10 Mille T-Shirt bei Nationals, also die euch alle bei dem Helden draufgepackt. Dann hier noch so ein paar Jacken, ein bisschen Zeug und Klump und hast du nicht gesehen. Ein bisschen was für die Handschuhe oder Hände halt. Ein paar Hosen, Valentinshose hier vom Dr. Pepper Set. Also ihr seht schon, also bei dem Helden ist eigentlich alles im grünen Bereich. Man kann ziemlich viel mit anstellen, man kann viel kombinieren und das gefällt mir einfach. Von den Waffen her hat er nicht besonders viele, aber er hat eigentlich alle, die man braucht. Hat auch vielleicht ein bisschen Workbench drauf, ist aber, glaubt mir, verhältnismäßig noch wenig. Was ich da schon gesehen habe, ist das wirklich noch Kindergarten. Halt hier ein bisschen mehr Schutz auf der M16, ein bisschen mehr Schuss auf der Battle Rifle. Das macht jetzt nicht den riesen Unterschied. Das Einzige ist tatsächlich bei der AK-74, da muss ich dazu sagen, da merkt man schon, dass da was drauf ist. Also es geht dann schon ab wie Schmitz Katze. Und ja, bei den Emotes hat er auch ein bisschen mehr, liegt aber auch, ja gut, die habe ich alle aus der Claw für einen Tag bekommen. Also es liegt auch daran, dass es halt mein Hauptheld ist und ja. Dann haben wir hier noch die 4-Jahrestorte, die kennt ja auch noch jeder, mussten wir uns vor einem Jahr noch kaufen, um die Funster zu bekommen oder wie das da war. Und ja, Freunde, das war es eigentlich im Prinzip schon. Ihr seht, mittlerweile 114.000 VP und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Special-Video gefallen. Ich habe jetzt wieder am Wochenende ein paar Gameplays erspielt. Ich denke, die werden dann im Laufe der Zeit einfach wieder kommen. Und warum dauert das jetzt so lange? Jetzt haben wir halt hier so einen schicken Ladebalken vor der Fresse. Das kann ich jetzt leider auch nicht ändern. Keine Ahnung, warum das jetzt so lange dauert. Okay, Internetverbindung ist gerade im Arsch.
So kann es auch kommen. Naja, euch noch einen schönen Tag auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen und macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.